Hallo, herzlich willkommen zum Munich Irish Nights Festival in der zweiten Auflage. Letztes Jahr waren wir hier mit sehr vielen Einschränkungen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass dieses Jahr so ein schönes Fest mit so vielen schönen Leuten und netten Leuten. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Gebt euch selber einen riesen Applaus. Dankeschön. Ja. Wir haben Leute auf die Bühne, ohne diese Leute würde es überhaupt nicht stattfinden. Fangen wir an mit einem sehr wichtigen Mann, unser Oberbürgermeister, der auch morgen singen wird für euch. Ihr kennt ihn alle, Dieter Reiter. Er sagt auch ein bisschen was, weil eigentlich ist der offizielle, der wird die Eröffnungsgrüß sagen. Rechts von mir ist ein Mann, den ich seit vielen Jahren kenne, weil er ist unser Honorarkonsul für Irland in Bayern und in Baden-Württemberg, glaube ich auch. Ja. Und das ist unser lieber Dr. Eric Lejeune. Und ohne Augustina wird hier gar nichts passieren. Man sieht die schönen Schirme, den Ausschankwagen und die unterstützen uns ganz toll. Und im Stellvertretung für Dr. Leibhardt ist der Frederik Schnell da. Dankeschön, Frederik, für alles, für die Unterstützung. Ganz toll. Ja. Und ganz rechts außen, wenn wir im Fußball. Ja. Auf jeden Fall, wir haben auch einen sehr wichtigen Mann für uns in Kilians und für heute von der König Ludwig Brauerei, der Chef Oliver Lenz. Und so ein Fest kann man nicht einfach so machen als kleine Pub, sondern da braucht man Unterstützer. Und wir haben in München einen ganz tolle Verein, den Munich Irish Network. Und die haben einen neuen Chef. Und er ist auch hier heute und wir freuen uns sehr, Derek MacDonald. So, ich würde jetzt einfach Dieter und vielleicht Eric fragen, ob wir kurz was sagen können. Liebe Gäste, liebe München, liebe München, lieber Paul, liebe Mitstreiter, es ist echt schön, heute hier dieses Festival eröffnen zu dürfen, ohne Zäune außenrum und mit ganz vielen Menschen hier, gut gelaunten Menschen, die jetzt schon genießen, was sie dann die nächsten zwei Tage erleben dürfen, nämlich Musik, Essen, Trinken, Tanz, habe ich gelesen, okay, da drüben wahrscheinlich irgendwo. Viel Platz ist nicht, aber gehört dazu. Ich freue mich wirklich immer hier zu sein, weil das Thema Irland und München, Irland und Bayern eigentlich wirklich eine Idealverbindung ist. Das, was ich gerade aufgezählt habe, ist, gehört zu den bayerischen Grundhobbys. Essen, Trinken, Tanzen, naja. Das ist, glaube ich, das sind die Iren uns überlegen beim Tanzen. Aber auf jeden Fall Musik auch und das passt einfach wunderbar zusammen und es funktioniert seit vielen, vielen Jahren hier. Und ich danke allen, die tatsächlich auch hier die Initiative übernommen haben und diese irische Lebensfreude nach München bringen und dieses Sommerfestival immer durchführen. Danke Ihnen auch, dass Sie hier sind und das unterstützen. Ich will einfach noch kurz erzählen, dass ich dieses Jahr meinen Urlaub in Irland verbracht habe. Und das war absolut schön. Ich hatte Urlaub in Irland und Urlaub in Bayern. Und stelle fest, das sind eigentlich die besten Optionen, die ich kenne. Also es ist kaum zu toppen und die Iren sind tatsächlich, und das wusste ich ja bis jetzt nur vom Hörensagen, ein unglaublich freundliches Volk, nett, offen, man fühlt sich absolut willkommen, alle gehen offen auf einen zu und sind fröhlich, also quasi wie wir Münchner, so ungefähr. Und es war wirklich eine tolle Zeit und ich kann nur Werbung machen, nach Irland zu fahren, weil dieses Land ist schon sehenswert, es ist, hat eine große Weite, da bist du als Münchner Oberbürgermeister natürlich erstmal neidisch. Es ist mehrfach so groß wie Deutschland, hat aber glaube ich bloß 10% der Einwohner. Das hätten wir in München auch gern, können wir uns aber nicht erlauben. Also insoweit ist es immer wieder schön, den Blick zu weiten. München und Irland, Bayern und Irland gehört zusammen und es gehört eben, wie gesagt, Musik dazu, es gehört Getränke dazu. Ihr könnt Bier trinken, ihr könnt Guinness trinken. Nein, muss ich eine Lanze brechen. Ich habe ganz viel Guinness getrunken, weil mein Reiseleiter steht nämlich hinter mir. Paul war auch dabei und in diesen Pubs gibt es dieses Bier nicht.
das da auf den Schirmen ist. Also habe ich mich mit Guinness angefreundet. Es war zugegebenermaßen ein längerer Prozess, hat ungefähr einen halben Abend gedauert. Aber so nach dem dritten, das war so die Weisheit, nach dem dritten schmeckt einem das. Und das nimmt dann zu und mit den Tagen auch. Also insoweit kann man auch gut damit leben, Guinness zu trinken, wenn es das andere nicht gibt. Also in diesem Sinne passen wir da auch gut zusammen, finde ich. Und es ist einfach eine tolle Verbindung. Und ich freue mich immer, dass es Leute gibt, die sich engagieren und die das auch in die Stadt bringen. Und ganz ehrlich, ein letzter Satz, das Thema Freundschaft von Staaten, Irland in dem Fall und Deutschland, ist, glaube ich, wichtiger denn je. Sie alle wissen, wovon ich rede. Was derzeit auf dieser Welt passiert, ist nur noch schwer zu ertragen. Und deswegen ist es einfach schön, wenn es Staaten gibt, die nicht nur deklaratorisch das erklären, sondern wo man das Gefühl hat, wenn man da ist oder wenn Gäste da sind, da passt es auch wirklich zusammen und da passt es mit der Freundschaft zwischen verschiedenen Staaten. Das sollte eigentlich Schule machen, auch mit ganz anderen, ganz vielen anderen Staaten, dann hätten wir es deutlich leichter. Ich wünsche Ihnen die nächsten 3 Tage alles Gute, viel Spaß, genießen Sie die Zeit hier. Ich hoffe, das Wetter bleibt so, aber letztes Jahr kann ich mich erinnern, Paul, standen wir hier bei 8 Grad und Regen und es war auch voll hier, also insoweit viel Spaß. Irisches Wetter, irisches Sommerwetter, was will man mehr? Alles Gute, Dankeschön. Danke, liebe Dieter, das war toll. Das Guinness hat auch geschmeckt, das stimmt. Ich sehe hier, ist der Clemens Baumgartner gekommen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, weil das ist auch ein wichtiger Mann in München und wenn es um Feste feiern geht und vor allem das Große, ganz Große, schön, dass du auch dabei bist. Dankeschön. Und jetzt gebe ich weiter an Eric Lejeune, unser Honorarkonsul, der auch ein Irland-Liebhaber ist, oder? Jetzt haben wir einen neuen, aber ich finde es toll. Ja, und wie. Ja, liebe Münchnerinnen, liebe Münchnerinnen, lieber Münchner. Ja, also ich möchte vielleicht kurz eine Geschichte erzählen. Also ich bin jetzt seit 21 Jahren im Dienst von Irland und ich möchte einfach mal diesen Herrn unglaublich, ja, fast eine Laudatio auf dich halten, denn du hast die Iren nach München gebracht. Die waren erstmal, man kannte sie gar nicht. Und dann zwischenzeitlich machen die Iren einen solchen, ja, Energieschub für unsere Stadt, weil normalerweise im März ist in München nichts los. Und da habt ihr zufällig eben den irischen Nationalfeiertag. Ja? Und eine Geschichte, Paul hat mit 100 Leuten begonnen, die irische Parade in München einzuführen, St. Patrick's Parade. Und also da kamen 100 Leute und plötzlich, beim nächsten Jahr wurden es immer mehr. Dann ist die Polizei aufmerksam geworden und der Höhepunkt war, glaube ich, mal 30.000 Leute. Und jetzt haben wir 2 Jahre gelitten. Also schlimm, ja, gelitten, ja. Und jetzt, ich denke, nächstes Jahr feiern wir dann das 25-jährige Jubiläum der Parade nach. Aber wobei es jetzt im Grunde das 27. ist. Und lieber Dieter, da ist es auch wichtig, dass du wieder, weil unser Oberbürgermeister ist ja einmal im Jahr sehr ein Grüner. Nein, ja, stimmt ja. Aber bei der Parade kommt er immer in Grün. Also, die Iren haben unsere Stadt wirklich auch belebt und es gibt in Irland einen Satz, der heißt No Problem. Und das ist das Schöne. Und deshalb, ja, gehen wir gleich an Clemens weiter, oder? Genau. Lieber Clemens. Ich will es ganz kurz machen, ein herzliches Gott, meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister Paul Daly, lieber Erich. Sie sitzen heute alle hier, das ist die Abstimmung mit den Füßen. Das zeigt, dass das Irish Festival nach wie vor einen festen Freundeskreis hat. Das ist sozusagen eine kleine Vorwiesen, wenn man das schon so nennen darf. Der Augustiner steht neben Irish Coffee. Das ist gelebte Kultur und gelebte Freundschaft. Deswegen möchte ich Ihnen Danke sagen, dass Sie heute gekommen sind. Wir werden ein bisschen was auf die Ohren kriegen, Herr Nach, auch vom Oberbürgermeister, kriegt man ja selten. Insofern bleiben Sie da, Chance zu. Es freut mich, dass Sie alle da sitzen, dass Sie sich auf Musik, auf Kunst, Kultur, die darf auch durch den Magen gehen, flüssig wie fest freuen und deswegen herzlichen Dank für Ihr Dasein. So, Dankeschön. Ja. Und die 2 wichtigsten Männer für die große Fest im nächsten Monat, im September. Ja. Auf dem Oktoberfest, da freuen wir uns alle. Hoffen wir, schwer. So, vielen Dank und ich kann euch sagen,
Die Musik wird toll am Wochenende, gleich mit Greensleeves, Traditional Irish Music. Da bleiben bitte und wir können einfach sagen, das Fest ist eröffnet und wir sehen uns gleich. Und viel, viel Freude, viel schöne Musik werden wir haben. Und Dankeschön, dass ihr alle da seid und zu unseren Ehrengästen und unsere Unterstützer. Vielen, vielen Dank alle. Danke. Seemed to see the girl at all, even though she ogled him from underneath.